Meister Shan wurde entführt. Sie wollen zu den Docks in Boa Bo. Los, schnell! Wir müssen ihn retten, sonst bin ich ein toter Mann. Der wurde entführt? Ja! Meine Träume gehen in Erfüllung. Kann man ja die Mission skippen oder abbrechen oder irgendwie? Nein? Ja gut, schade. Moin meine lieben Freunde und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von GTA Chinatown Wars. Ja, im letzten Part haben wir ein paar Missionen von Jean gemacht, dem verrückten Gangster, will ich mal sagen, und wirklich nur in Anführungszeichen, weil das ist einfach ein kompletter Schwachmat. Aber naja gut, was will man machen? Bevor wir eine weitere Mission bei ihm machen, schauen wir mal kurz in unser PDA. Weil da habe ich gesehen, wir haben wichtige E-Mails und das ist einmal ein Spam. Ja, irgendwie ein Spam. Ja gut, das machen lese ich jetzt mal nicht vor, aber von Shan haben wir eine Bodyguard. Huang, jemand muss sich um Mel kümmern, während sie ihre Dokumentation dreht. Ihre Sicherheit ist mir wichtig, Huang. Wir führen diese verrückte Beziehung auf My Room online, also nicht auf Facebook oder YouTube. Wir quatschen die ganze Nacht, ich vertraue ihr alles an, was mir auf der Seele brennt. Danach haben wir immer E-Mail-Sex, also du weißt schon, ne, wo wir da so ein paar verrückte Bilder und so austauschen. So 5 bis 6 Mal pro Nacht und schicken uns endlose Intimfotos halt, ne, also so heißt das, Intimfotos, würde ich sagen. Sie hat ein fantastisches Bild von mir, in dem ich einen von diesen Sexknebeln trage und naja, na, weißt schon, was ich damit mache, ja? Wir sind die besten Freunde. Natürlich bist du noch immer ein großartiger Kumpel. Aber mit dir ist es anders. Wir sind Freunde. Nicht, die mehr wollen. Aber wir wollen das nicht ruinieren, indem wir einen Schritt nach vorn wagen und uns tatsächlich küssen. Deswegen belassen wir es beim Cyber, im Cybersex. Wenn du verstehst, was ich meine. Diese Spannung ist wunderschön. Ich würde ja im Blog drüber schreiben, aber dann würden sie es lesen und alles, was wir haben, wäre für immer verloren und dann müsste ich sie wahrscheinlich umlegen lassen. Ich weiß, dass sie bei dir in guten Händen ist, Huang. Du kannst kämpfen und da du mein hässlichster Kumpel bist, wird sie sich nicht in dich verlieben. Wenn du sie anfasst, bist du tot. Hol sie bei ihrer Wohnung in Boa Boa ab. Viele Grüße, John. Ja, also hat Jean es tatsächlich geschafft, ein weibliches Wesen von sich zu beeindrucken. Wie auch immer er das gemacht hat, fragt mich bitte nicht. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass es sich um eine Puppe handelt, aber ihr Name wurde gerade auf der Karte ja markiert. Also scheint es tatsächlich ein echter Mensch zu sein, von dem wir gerade sprechen. Keine Ahnung, wie er das gemacht hat. Fragen wir ihn doch mal. Jackie Chan. Meister Shan wurde entführt. Sie wollen zu den Docks in Boa Bo. Los, schnell! Wir müssen ihn retten, sonst bin ich ein toter Mann. Der wurde entführt? Ja! Meine Träume gehen in Erfüllung. Kann man ja die Mission skippen oder abbrechen oder irgendwie? Nein? Ja gut, schade. Ja, Huang. Ins Auto, bitte. Wir müssen jetzt deinen besten Freund retten. Ah, Mann, der wurde entführt. Ja. Kann ich mir nicht vorstellen, warum. Der hat sich wahrscheinlich mit irgendwelchen richtigen Gangstern angelegt. Beides oder Chan stirbt. Ja, okay, warte, ich dreh um. Wenn es schon so eingeblendet wird, ne, und dann sage ich doch nicht nein. Nein, wir sind doch mal nicht so. So, wo ist er denn? Oh, hier. Wir haben die Kidnapper festgenagelt, aber Meister Chan ist in den Wagen eingeschlossen. Verbrenne, du Bastard! Schmoren der Hölle! Chans Wagen brennt, hol einen Feuerwehrwagen. Was? Oh. Der Typ soll einfach rausspringen. Aber gut, vielleicht ist er festgeknebelt. Wird er wahrscheinlich dann wieder sagen, ja, ich habe mich doch ganz allein gerettet, Junge. Naja. Boah, wieso rutscht das Fahrzeug so hier? Seht ihr das? Irgendwie so voll... Oh, shit! Brenne ich jetzt? Oh Gott, was war das für eine Noob-Aktion gerade?
Lösche das Feuer. Ja. Kann ich ja nicht irgendwie drehen? Achso, ja. Würde schon sagen. Ja, zum Glück müssen wir bald Feuerwehrmissionen machen. Da kann ich mich ja jetzt hier schon mal drauf vorbereiten. Oh, also muss ich da echt ganz nah ranfahren. Ich hoffe mal, die Trucks explodieren jetzt nicht. So. Weil der Schaden stirbt. Ja. Ruhig. Na los. Ja, wirst du wohl? Steig in Schadens Wagen. Oh nein, jetzt ist der Typ wieder da. Was ist denn das hier vorne eigentlich? Hm, keine Ahnung. Ah, ja. Bringt Schaden zurück in seine Garage. Weh, der labert mich jetzt voll. Mist, falsche Richtung. Also wir haben den Typen tatsächlich gerettet. Eigentlich bereue ich das gerade. Den Führer sind wieder da, pass auf! Boah! Ah, was wird nicht alles machen für die Null? Ich hoffe mal, da ist mal uns mal wirklich richtig dankbar dafür. Boah, die kommen aber jetzt ganz schön angerast. So. Gleich mal rückwärts einparken hier, die Kiste. Ach, na, mal gucken, was er zu sagen hat. Was werden die Turks jetzt von mir denken? Entführten das auch noch in meinen eigenen Wagen? Wieder mal? Das ist alles deine Schuld, Huang, du spaßt. Alter, willst du mich freuen? Ich hab dir gerade das Leben gerettet. Meine Schuld? Halt mal die Luft an, du Volltrottel. Die hat mich entführt, weil du ihre Fahrer aus diesem dämlichen Rennen gekickt hast. Ja, aber das war doch auch auf deinen Wunsch. Oder ist dein Hirn so klein, dass du das schon vergessen hast? Hallo? Oh, du Egomane, ey. Ich weiß gar nicht, was Egomane ist, aber egal. Mit deinem Langzeitgedächtnis, hol dir mal professionell Hilfe. Geh in Therapie, du Narzisst. Ich hätte getötet werden können. Oh Gott, ich brauche eine frische Hose. Es ist gerade was passiert. Könnte mich mal jemand zu meinem Penthouse bringen? Ah, jetzt hat er sich noch in die Hosen geschissen, ey. Ja. Okay. Der Autohändler in Boeibo hat ein neues Importmodell auf Lager. Ah, Sean. Was soll ich mit dir mal noch machen? Aber zieh dir erstmal eine frische Windel an, mein Guter. Währenddessen mache ich noch eine andere Mission. Nämlich bei ihr hier. Ich weiß nicht, ob das die Reporterin war. Ich glaube aber schon. Und ich glaube, wenn das die Reporterin ist, dann sind diese Missionen auch nur in der PSP-Version zu finden. Chocumental. Ja, ist sie auch. Na, wenn das mal nicht der Star meiner Show ist. Ja, ganz richtig, der ist es nicht. Das sehe ich anders. Sean will, dass du mich führst und beschützt. Ein wissender Virgil für den unschuldigen Dante. Während ich dir korrumpierende Höllengrube aufzeichne, in der ihr Meth-Freaks lebt. Gut zu wissen, dass es noch unvoreingenommenen Journalismus gibt. Wenn die Wahrheit wehtut, dann tut's mir leid. Aber Integrität... Boah, wer will das so schnell lesen, ey? In dem Fall wirst du ein richtiges Problem haben, einen Job beim Fernsehen zu bekommen. Als ob ich Karriereratschläge von einem professionellen Gangster wie dich brauche. Ich meine, guck dich mal an. Komm, wir gehen zu den Docks. Sean erwartet eine riesige Drogenlieferung. Ich will die Action aus nächster Nähe sehen und deine starken Muskeln und mein erstes Material aufzeichnen dafür. Du fährst. Ich bereite meine Kameras vor. Ja, dann mache ich das mal. Okay, also Sean bekommt eine Drogenlieferung. Vor 22.30 Uhr müssen wir an den Docks sein. Ja, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Und ich wette doch, jetzt an den Docks wird es irgendeine Ballerei geben.
wo die in Gefahr gebracht wird oder irgend sowas. Und dafür bin ich auch bestens vorbereitet. Ich glaube, ich habe noch nicht mal eine Waffe. Ach Gott. Und noch nicht mal eine Schutzweste. Also auch mit den Fäusten bin ich jetzt nicht wirklich das Stärkste oder kann am längsten überleben. Naja, mal gucken. Einige Brücken in Liberty City verfügen über Mauthäuschen. Fahre langsam. Ah, cool. Also wechseln wir jetzt die Insel. Thank you. Ich weiß jetzt nicht, ob wir jetzt eine neue Insel freigeschaltet haben oder ob das einfach, ja, immer offen war. Das habe ich jetzt gar nicht geschaut. Ob das wie so in GTA 3 zum Beispiel war, wo die Insel geschlossen war und wir jetzt damit freigeschaltet haben oder ob das einfach immer offen war. Ja, wie auch immer, jetzt... Komm schon, Huang, wir sollten schon längst da sein. Ach, ey, Stress machen oder was jetzt noch? So, hier. Ich sehe mich mal um, ja, na, ob alles cool ist. Ich komm mit. Nein, du bleibst hier. Keine Ahnung, was Shan dir erzählt hat. Aber wenn die Kerle sehen, dass du sie filmst, bist du tot. Ja, für die Wahrheit nehme ich alles in Kauf. Versteh mich nicht falsch, ne? Aber um dich mache ich mir gar keine Gedanken. Und was ist mit der Pressefreiheit? Hör mal zu, dreh dein Material aus dem Van heraus und stell sicher, dass ich darin nicht zu sehen bin. Aber sicher, kein Problem. Ach, ich hoffe mal, die bleibt jetzt wirklich da drin. Boah! Shit! Was seid ihr für Flaschen? Amerikanische Gangster versuchen, die Drogen zu stehlen, bestütze Chance Männer. Alter, die haben eine Tech! Die haben eine Tech! Shit! Gib die Waffe her, Mann. Ja, toll, jetzt hab ich noch einen Schuss, oder was? Verdammt. Aber die Faust ist ganz schön overpowered, wenn ich das mal sagen darf. Boah, ich hab eine Doppel... Das ist ja cool. Hä? Weitere jamaikanische Gangster kommen vom Wasser an. Oh, jetzt haben wir aber endlich mal ein bisschen Muni, ey. Mega. Gib die Kanone her. Boah, hier oben geht's ab. So. Ah, verdammt! Oh Gott, ich bin gleich down. Wer ist aus dem Van gestiegen? Shit. Es kommen weitere. Ach, ich hab wieder volles Leben. Oh Gottes Willen. Zum Glück. Shit, mehr wird angegriffen. Ja, wo ist sie denn? Ich will aber eigentlich die hier haben. Boah, was ist das für eine Ballerei hier, ey? Ist ja absoluter Wahnsinn. Die Trucks sind jetzt komplett beladen. Verhindere, dass die restliche Tramway... Ich will nicht die Waffe, ich will die machen, Mann. Ich find's ja ein bisschen doof hier, wenn der eine andere Waffe auflädt. Einer der Vans ist geklaut. Na komm! Sieh nach, ob Mel okay ist. Ey, ein Blutbad hier. Mist, jetzt habe ich die Waffe verpasst. Mel? Mel? Oh mein Gott, du hast diese Typen getötet. Was zum Teufel ist dein Problem?
Was hast du denn erwartet? Ich werde bekommen, die Cops rufen und mich beschweren, dass unser riesiger Drogenvorrat gerade gestohlen wurde. Hilfe, Polizei, jemand klaut uns eine riesige Drogenlieferung. Sehr witzig. Genau wie das hier. Ich habe die Cops gerufen. Was? Tja, was denn sonst? Ich habe mir fast in die Hose geschissen. Du dumme Schlampe! Was hast du gemacht? Hey, du sollst mich beschützen, während ich drehe. Ich war ein bisschen beschäftigt. Hallo, ist dir vielleicht mal aufgefallen, dass hier 5000 Leichen rumliegen? Also wenn du das Material behalten willst, dann hol lieber ab, bevor deine Cops hier eintreffen. Nicht dein Ernst! Nicht dein Ernst! Dieses Miststück. Ey, es ist nicht dein Ernst. Gib mal den Wagen, Mann. Shit. Ah, da drüben ist ein Auto. Hä? Was ist das? Mach er Punkte? Was? Nee. Ja, aber zum Glück haben wir jetzt anscheinend die Cops abgehangen. So kann man es auch machen. Also Leute, falls ihr euch fragt, wie man Cops abhängt, das ist eine gute Methode hier. May ist komplett durchgeknallt, wie fast jeder hier in Chinatown Wars, aber sie hat jetzt irgendwie einen Vogel nochmal abgeschossen und uns die Cops auf den Hals gesetzt. Wir werden auf jeden Fall sie zur Rechenschaft ziehen, dann im nächsten Part dafür. Also seid sehr gespannt drauf. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut, haut rein und ciao! Euer Beschix.